Interview Lori, Szene 1, Take 1. Hi, ich bin Lori und ich bin Sängerin und Songschreiberin aus Mannheim und ich mache Mainstream Deutschpop mit internationalen Einflüssen. Ich finde, der Deutschpop klingt immer so, die Leute denken direkt so, ah ja, das ist nicht das Ganze sozusagen. Ich habe immer das Gefühl, man wird so ein bisschen belächelt, wenn man sagt, hey, ich mache Mainstream-Mucke, weil das, glaube ich, immer damit gleichgesetzt wird, ja, okay, Mainstream easy, Four-Chord-Song und scheiß drauf, aber es ist super schwer, einen geilen Popsong zu schreiben. Also selbst wenn du nur vier Chords hast oder so, aber schreib halt mal einen Popsong, der ins Ohr geht, der eine Message hat, dich persönlich abbildet und geil ist. Ich denke, es ist schon eine hohe Kunst. Und ja, das bin ich. Ja, wenn man so ein ganzes Leben schon gelebt hat, dann fragen einen natürlich immer die Leute so, ja, wie bist du zur Musik gekommen und überhaupt, wie bist du da gelandet, wo du gerade bist? Und wenn man dann so rückblickt, dann denkt man so, okay, krass, man hat irgendwie schon so viele Stationen in seinem Leben durchlaufen, irgendwie von zur Musik gekommen durch eine Stimmbandentzündung, über Musikschule, super klassisch, bis hin zu, ich kapsel mich ab, ich mache mein eigenes Ding und gründe ein Musiklabel mit meinen Eltern, schuster eine EP zusammen, hab dann eine Stimmband-OP, wo gar nichts mehr geht, 3 Monate. Dann denkst du, es geht weiter, dann habe ich irgendwie als Laura Diederich erst Mucke gemacht und ein Album produziert, noch in Hannover, ich komme ursprünglich aus Hannover. Bin dann irgendwie beim nächsten Musiklabel gelandet, habe da auch ein Album gemacht und habe aber irgendwie immer festgestellt, dass ich in Hannover so auf der Stelle trete. Ich wusste eigentlich schon ganz genau, wo ich hin will, aber trotzdem war dieser Boden dafür einfach nicht da. Und ich habe mich dann, 2018 war das, glaube ich, für ein Förderprogramm an der Popakademie beworben, den Bandpool, und wurde dann da zum Vorspiel eingeladen. Das war so das erste Mal, dass ich dann nach Mannheim gekommen bin und mir so dachte, boah, was eine Drecksstadt. Also wer wohnt denn hier freiwillig? Und dann hatte ich dieses Vorspiel und ich weiß noch, boah, ich hatte damals so richtige Korkenzieherlocken, ein Glitzeroberteil, nee, war es ein Glitzeroberteil? Auf jeden Fall war es schwierig. Es war einfach schwierig. Und ich bin dann echt in dieses Förderprogramm gekommen und ich konnte es auch nicht wirklich glauben. Und habe dann aber zum ersten Mal irgendwie diese Chance gehabt, mit ganz vielen anderen Kreativen Mucke zu machen und festgestellt, okay, krass, Hannover ist, glaube ich, einfach nicht mehr der Spot, der mir weiterhelfen kann. Und das war für mich dann auch der Grund, warum ich 2019 entschieden habe, aus Hannover wegzugehen. Ich habe mich irgendwie nach fast 5 Jahren von meinem Freund damals getrennt und habe gesagt, ich fange wirklich komplett neu an. Ich hatte richtig doll Schiss. Ich hatte richtig doll Schiss, ich weiß es noch. Es war natürlich auch super emotional. Ich war halt noch nie weggezogen vorher. Ich war immer irgendwie in meinem behüteten Nest in Hannover gewesen, wo natürlich Family und Freunde waren, die man halt sein Leben lang kennt. Und es war für mich zum ersten Mal, jetzt lebe ich mal mein Leben. So, ich fange jetzt mal an zu gucken, was ich eigentlich will. Ja, bin dann nach Mannheim gegangen, habe mich auf den Master an der Popakademie beworben, auch in so einer Nacht- und Nebelaktion. Ich habe halt gesagt, okay, ich ziehe weg, wenn ich angenommen werde. Aber eigentlich wusste ich, ich will auch wegziehen, wenn ich nicht angenommen werde. Aber es war für mich so dieses, okay, du musst das jetzt irgendwie rocken. Und dann habe ich irgendwie echt 4 Wochen oder 6, keine Ahnung, krass viel Musiktheorie gepaukt, um diese Aufnahmeprüfung irgendwie zu wuppen. Und ich weiß noch, als ich da war, also das ist komplett in die Hose gegangen. Also ich saß in dieser Theorieprüfung und dachte mir so, ja, also das wird ein glücklicher Zufall. Hab's dann aber doch durchgeschafft, hab dann auch vorgesungen und ja, ein paar Wochen später kam dann die Zusage. Und damit war dann auch klar, okay, jetzt wird der sichere Hafen verlassen und dann bin ich eben in Mannheim gelandet. Genau, ich habe 2019 dann auch als noch Laura Lato ein Album veröffentlicht mit meinem damaligen Label. Hab dann aber im Laufe der Zeit, als ich in Mannheim war, auch festgestellt, dass ich auch erstmal so meinen eigenen Sound finden muss. Ich habe als Laura Lato auch mit wundervollen Menschen zusammengearbeitet und es war eine mega bereichernde Zeit, also vor allem mit meinen Produzenten damals. Ich wollte meine eigene Chefin sein. Ich wollte nicht, dass andere Leute mir sagen, hey, so und so kann es laufen und ich lasse mich mitziehen, sondern ich wollte selber die Person sein, die andere Menschen mitzieht und die eine sehr, sehr klare Vision hat. Und ich bin ehrlich, das hatte ich, glaube ich, bis dato nie. Ich hatte immer ein klares Bild von mir als Künstlerin, wo ich hin will, was ich machen will. Aber irgendwie hatte ich nie wirklich den Raum, um wirklich das auch auszuleben. Und als ich dann in Mannheim war, war ich dazu, ja,
genötigt, das zu tun, weil ich war halt alleine, ich hatte ja niemanden mehr, also ich hatte kein behütetes Nest mehr und so weiter. Und ja, habe dann eigentlich die letzten Jahre wirklich meinen eigenen Sound gefunden. So, ich habe zum ersten Mal darüber nachgedacht und rausgefunden, wer ich bin, wer ich sein will, was ich sagen will, wie ich klingen will, was mein Sound ist, was mein Sound nicht ist, was nicht mehr meine Worte sind. Und natürlich kommen dann auch schnell Leute und sagen so, ja, aber das bist du doch gar nicht und du hast doch immer so gesprochen und tralala. Und dann ist ja eigentlich die logische Folgerung so, ja klar, aber gerade als Künstlerin entwickelst du dich ständig, jeden Tag. Also es kann sein, dass ich, keine Ahnung, in einem halben Jahr wieder komplett was anderes machen will, einfach weil ich mich verändere als Person, als Mensch. Und dadurch ändert sich natürlich auch ein Sound oder auch die Art, wie du sprichst. Und ich hatte das Gefühl, dass ich in Mannheim zum ersten Mal wirklich ich selber sein durfte. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass ich mein Leben lang schon auch immer versucht habe, irgendeine Rolle zu spielen, immer überall reinzupassen. Ne? In Phoenix sage ich es ja auch, Everybody's Darling gewesen, und das ist auch kein Scherz. Ich habe selbst den Abi Award Everybody's Darling gewonnen und ich weiß bis heute nicht, ob das ein Kompliment ist oder nicht. Also klar, es ist ja irgendwie, man sagt ja immer, es ist ja nice, wenn man irgendwie von jedem gemocht wird, aber habe ich das Gefühl, ich habe viele Dinge in meinem Leben auch vor allen Dingen deswegen gemacht, um anderen zu gefallen, oder habe viel darüber nachgedacht, was andere Menschen von mir halten, wie ich aussehe, was ich eben sage. Und ich hatte irgendwo auch Angst zu polarisieren, auch wenn man das so oder so macht, egal was du machst es eh falsch. So, du sagst irgendwas und irgendwas sagt, oh, Laura ist voll abgehoben oder, ne. Ja, das ist einfach, glaube ich, so ein Wandel, den man dadurch lebt. Und wo man dann auch schnell merkt, oder irgendwann auf jeden Fall merkt, okay, das will ich eigentlich nicht. So, ich möchte mein Leben nicht von anderen Menschen abhängig machen.